herzlich willkommen zur ersten Sendung im Jahr 2019 bei eurem ABH Movie Sondersender NRW TV Ultra HD Web TV. Die erste Sendung im Jahre 2019 und ihr seid mit dabei. Im Hintergrund seht ihr Göttingen, Niederdeutsch Schöttingen. Ist eine Universitätsstadt in einem Südniedersachsen oder in Südniedersachsen. So. Mit einem Anteil von rund 20% Studenten. 20% Studenten, oder sind wir beim Kern der Sache? Da war ein Indischer, der am 13. Oktober 1974 geboren wurde mit dem Namen Prashant und mit einem Künstlernamen Prabhakar. Sein Name ist Geschichte. Ja, auch er war oder ist immer noch irgendwie ein Student in Oettingen. In Schöttingen, ja, Niederdeutsch, die sagen Schöttingen, wir sagen Göttingen. Herzlich willkommen zu Prashant und seinem Fanclub. Ja, da komme auch ich ins Tragen, ich lege das mal hier weg, ins Tragen. Ich werde auch gleich nennen, wer aus Sicherheitsgründen das Foto gemacht hat. Also es war im Cinemax in Göttingen, Prashant Prabhakar von ML fotografiert. ML Fotografie. Aus Sicherheitsgründen nenne ich das jetzt, weil ich bin zwar derjenige, welche der demnächst Film, Foto und so Sachen machen wird und auch einige Rechte freigeben wird. Das nachdenkliche Bild von Prashant. Am 13. Oktober 1974 in Indien, eigentlich Prashant Jaiswal, ist ein deutscher Schauspieler indischer Herkunft. So, 2002 wanderte er ein in Deutschland. Ja. Er fing an in Göttingen, wo 20% der Studenten er einer wurde und hat angefangen zu studieren. Irgendwann hat er zu sich gesagt, ich werde Schauspieler. Prashant wird Schauspieler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dadurch entstand natürlich dieser sogenannte Fanclub. Ich muss mich immer hier bewegen. Also das ist die erste Sendung, die ist aber leider spontan, das merkt ihr, weil ich euch Göttingen näher bringen möchte. Ja, das erstmals 1953 als Göttingen, ganz komischer Name, aber ist urkundlich als Göttingen 953 erwähnt wurde. Ist nämlich ein Dorf, circa 105, ich rede ja doch, es könnte sein, im Jahr 2017 wurden 134.824 Bürger gezählt. Und Prashant ist ein Bürger von Göttingen, auch genannt Schöttingen. Ja, im Umfeld des St. Albani Kirche, ja, die also im Jahre 1213 das Stadtrecht und die Marktflecken in Göttingen erlangte, ist natürlich und bleibt natürlich ein Dorf, das ist richtig. Ich wollte ihn jetzt besuchen, kam jetzt leider nicht dazu, deswegen möchte ich eine Hommage an ihn senden mit diesem Video bzw. mit dieser Sendung. Ich hoffe, diese Sendung gefällt. Die ist improvisiert. Ich habe also kein Skript, ich habe mir auch nichts ausgedacht. Bin an sich in einem anderen Modus, aber ich mache diese Sendung heute hier, weil wir diesen Fanclub gegründet haben durch ein Gespräch. Wir beide hatten uns unterhalten, beziehungsweise wir hatten nicht nur uns unterhalten, sondern wir hatten den ganzen Tag mit zu tun, weil er beschäftigt, ich beschäftigt, habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt sofort hier, während wir uns unterhalten, einen Fanclub auf, okay? Und da sagte er, haha, da bist du gehangen wie gefangen, mein lieber Freund. Und dann hat er natürlich nicht aufgehört und hat mir dann natürlich diese sensationellen Bilder, Videoclips und alles zugänglich gemacht. Und ich habe sie in diesen sogenannten Fanclub bei Facebook eingearbeitet. Und daraufhin mache ich jetzt diese Sendung, um zu erklären für alle, was dieser Fanclub bedeutet. Er gehört Prashant, er ist für Prashant. Ich habe ihn zwar gegründet, das ist richtig, und ich leite ihn auch, ich passe auch auf, dass nicht zu viele Fehler passieren. Am Anfang waren kleine Fehler, deswegen passe ich jetzt auf, dass da keine Fehler entstehen, dass ich da also wie gesagt
ein bisschen mehr Konzentration, aber ich kann mich nicht immer so konzentrieren. Ja, deswegen mache ich jetzt diese Sendung und erkläre euch, dass er in Göttingen lebt, jetzt zur Zeit soeben gerade aus Hamburg wieder zu Hause eingereist ist, weil er dort in Hamburg wieder einige Aufträge erledigen musste. Er stand wieder vor der Kamera, diesmal Werbung. So, dieses Bild hatte der Fotograf gemacht, Nils Bonometti. Nils Bonometti hat dieses gemacht. Ich habe es mir jetzt für diese guten Sachen sind halt freigestellt worden durch Prashant. Er hat sie mir zugänglich gemacht. Er hat mir auch die Videoclips zugänglich gemacht. So, warum ist jetzt diese Sendung entstanden? Ja, ich hatte gestern die Hartmanns gesehen. Bei Netflix läuft ein Film, der heißt Die Hartmanns und hat natürlich was mit Integration zu tun, mit den Ausländern zu tun. Das, was 2015 passiert ist. Frau Merkel hat die Grenzen freigegeben, hat gesagt, kommt alle hierhin, ihr seid... Na, und so, wissen wir ja Bescheid. So, mittlerweile wissen wir ja, was da uns... eingebürgert wurde. Deswegen bin ich sehr froh, dass Prashant als Inder seit 2002 hier sich eingelebt hat, dass er als Student in Göttingen in der Universität dort sein Studium und auch vollendet und dadurch aber auch Schauspieler wurde. So, angefangen hat er von 2005 bis 2018. 2005 war er im Tatort Dunkle Wege. Das war so ein, ist ja nun mal die Fernsehserie Tatort im ARD. Und er war dort in Dunkle Wege. Ja, so, und dann ging es mit Aktenzeichen XY. Da hat er da eine gewisse Folge gemacht im Indershop. Ja, da war was vorgefallen. Das war im Jahre 2006. So, 2007 hat er mit Pocher natürlich den Vollidiot gemacht und da hat er auch mitgewirkt und war auch sensationell. Da er mir aufgefallen war bei Hartmann, das waren zwar nur Sekunden, ja, ja, in ihrem Lebenslauf steht 15 und er machte da, ja, ich bin aber spitzenmäßig, ich meine, aus dem Stegreif ist er so witzig, so lustig, ich habe ihn ja schon jahrelang nicht nur, wie gesagt, ich komme auch gleich auf den Kern der Sache, aber jedenfalls sind wir jetzt im Jahre 2007, jetzt gehen wir auf 2008 mit Angie, das war auch eine Fernsehserie, wo er aufgetreten war. Dann die Pfefferkörner im Jahre 2008, 2009. Sogar in Soko. Soko Köln, ja. Ist auch eine Fernsehserie. Ist er aufgetreten, ja. 2009 zusätzlich in einem Spielzeugland Endstation. Spielzeugland Endstation war er zu sehen. Und im Jahr 2009, da ist er mir noch einmal sehr sympathisch aufgefallen. In der Wüstenblume, ja. Desert Flower. Desert Flower, Wüstenblume. Ja, das war zwar auch nur eine Sequenz, aber Wahnsinn. Also zweimal, also bei Hartmann sehr kurz, nur sie sind 15 und er machte da. Ich werde euch versuchen, diesen Clip abzuprüfen. Ich habe noch nicht die DVD. Ich habe ihn, wie gesagt, bei Netflix gestern gesehen, durch Zufall. Und deswegen habe ich spontan heute diese Sendung gemacht, weil wir ja den Fanclub gegründet haben. Wir wollen eine Hommage auf ihn setzen, weil er uns seit 2005 in den Filmen begleitet. Ja? Er ist ja auch woanders gewesen, das wisst ihr ja. Also wir sind hier zwei Wüstenblume und jetzt kommt Frischfilm. Frischfilm, die Nacht der ist ein Hochschulfilm gewesen, die Nacht der Hochschulfilme, darin war er zu sehen in Frischfleisch, nein, Frischfilm, so hieß es, nicht Frischfleisch, okay. 2010 war er dann mit Herz und Handschellen, das war eine Fernsehserie, war auch zu erleben. Küss dich reich, auch im Jahre 2010. Liebling, lass uns scheiden, auch 2010. Fasten à la carte, auch wieder so eine Fernsehserie, auch 2010. Ihr seht, im Jahr 2010 war er sehr präsent. Im Jahre 2010 war er sehr präsent. Und 2011 auch, Lisas Flucht und Männerherzen. In Männerherzen, das war ein Film, und die ganze große Liebe. Die ganz große Liebe in Männerherzen war 2011. Stromberg, jetzt kommt's. Stromberg fing an 2012, der Film, Fernsehserie, Mitwirkung, Spielfilm. Er war ständig da, er war ständig präsent im Jahre 2012 und ab 2012, beziehungsweise ab 2010 ist mir die gesamte Produktion ein bisschen aufgefallen. Ihr wisst ja, ich mache es beruflich und deswegen stehe ich heute mal vor der Kamera,
als I am in self, also als AWR Movie. So, ist mir aufgefallen, deswegen waren hier alle Frank Montenbruck, ach, wie die alle geheißen, ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil ich ja bei der Hommage von ihm bin. Prashant ist mir sehr aufgefallen und wie gesagt, wir hatten nur korrespondiert, jahrelang jetzt schon. Und jetzt wird Zeit, im Jahre 2019 mal aufzugreifen, sagen, stopp mal, jetzt machen wir hier mal. Also, wie gesagt, von 2005 bis 2012, war er, wie gesagt, immer präsent bei Stromberg, die Serie und nachher der Spielfilm. So, und dann ging dann 2012 nochmal ab in den Tathaus, Hinkeleben. Hinkebein hieß es. Ich muss manchmal drüber nachdenken, weil, wie gesagt, ist spontan. Ich mache eine sogenannte Laudatio auf ihn, weil er auch Robin Hood Ghost of Sherwood hat er auch im Jahre 2012. Agent Ranjit rettet die Welt 2012, wie er da vor dem sogenannten Radio wach gemacht wurde und so weiter und so fort. Also er hat so gewisse Sachen, denn ihm, wie gesagt, habe ich ja vorhin erklärt, aber im Jahre 2013 hat er sich dann von Stromberg leider verabschieden müssen, wie alle anderen auch. Aber er hat sofort im Jahre 2015 Drei Türken und ein Baby mitgemacht. Drei Türken und ein Baby, auch das habe ich mir gestern angesehen. Ich meine, ich sehe mir die ganzen Filme momentan bei Netflix an. Ja, ich habe Netflix, ich warte auch auf Disney Plus und so weiter. Aber wie gesagt, bei Netflix habe ich ihn jetzt so oft mir angeschaut. Und da wir, wie gesagt, einen ganzen Tag haben wir, es war, glaube ich, ab 10 Uhr morgens, bis zum anderen Morgen 1 Uhr, sage ich, jetzt ist aber Stopp hier, wie gesagt, den Fanclub gegründet, die Bilder angeschaut, sich unterhalten. Wie gesagt, dann schöne Grüße aus Hamburg und so weiter. Das war jetzt im Jahre 2019, aber wir springen nochmal kurz zurück ins Jahr 2015, dann machte er nochmal Aktenzeichen XY ungelöst, aber den Titel kenne ich leider nicht. Aber 2018, Alarm für Cobra 11, ja, die Autobahnpolizei, Hooray for Bollywood, ne? Hooray for Bollywood. Ich versuche diesen Clip auch einzufangen und ihn zu präsentieren. Was ihr hier hinten seht, ist die Stadt Göttingen, ist ein städtisches Leben, ist ein Dörflein, 130.000 Einwohner, also da wo ich jetzt hier lebe, und da sind 560.000 Menschen, ist zwar auch sehenswert, aber nicht so sehenswert wie Göttingen, genannt Niederdeutsch Schöttingen, für alle, die dort schon gedreht haben, denn sehr viele haben Prashant schon beim Vorbeilaufen gesehen, bei Kameraarbeiten, haben gesagt, stopp mal, bleib mal hier, bist du nicht, ja, er ist es, er ist Prashant Brabhaka, also Brabhaka ist sein Künstlername, und Jay Wal, ist sein richtiger Name. Ich will hoffen, dass ich das richtig alles ausgesprochen habe, weil er stand noch nicht hier im Studio, er war noch nicht bei mir, weil die Entfernung, ja, ob wir das in Ostern schaffen, ist, ihr wisst, Filme machen bedeutet auch viel Geld anpacken, und einen richtigen tollen Film zu machen, da bin ich jetzt beim Kern der gesamten Sache, natürlich sind sehr viele Schauspieler hier, Ehrenwort, sie sind hier, für die ich aber arbeite. Ich arbeite für sie, ich mache da Showreels, ich mache Fotos, aber nicht nur für sie, auch für normale Bürger. Deswegen spreche ich jetzt alle meine Kunden an, die durch Zufall diesen Film sehen, weil sie ja wissen, dass ich an sich eine andere Serie gemacht habe, und zwar Star Wars. Aber Star Wars ist für mich zu Ende. Im Jahre 2019, ich verabschiede mich aus dem Raum Star Wars, nicht weil ich mein Alter habe, sondern weil alle Älteren, auch Mark Hamill, sich auf eine Art verabschiedet. Harrison Ford hat sich verabschiedet, George Lucas hat sich verabschiedet. Am 31.03.2019 sind Archive eröffnet worden. Ich habe mich mit Prashant den gesamten Tag, am 31.03.2019 ist so vieles gewesen. Auch Mark Hamill hatte an dem Tag gesagt, dass er eine Synchronstimme ist für eine gewisse Filmfigur. So, und da habe ich mir gedacht, heute mache ich so eine Sendung, meine Sendung, wo ich dann Schauspieler einladen werde, mit denen reden werde, mit denen einen ganzen Tag, ich werde auch vielleicht in ihre Städte kommen, so wie Göttingen vielleicht, weiß ich noch nicht, weil ihr seht ja, da war man ja schon, aber er war nicht da.
Ich weiß ja, wo er wohnt, ich kann da einfach mal anstellen und wenn er da ist, kann ich da dann mit ihm sprechen. Aber wie gesagt, wir Filmemacher wissen die Wahrheit und nicht nur die Wahrheit, es geht nicht mal so einfach. Deswegen habe ich auch die Namen nochmal genannt, die beiden hier, das war einmal der Nils Bonometti, der dieses Foto eingefangen hatte und ich es hier haben werde und auch im Fanclub zeigen werde. Der Fanclub hat natürlich auch einen Grund, hat auch einen Sinn, der hat natürlich auch einen Sinn, trifft einen Star. Und wie gesagt, in diesem Fanclub soll ja auch der Prashant gezeigt werden, on Tour. Ja, on Tour. Hier im Cinemax Göttingen hat der ML-Fotografie, so nennt er sich, hat ihn da eingefangen gehabt. Das wird bei mir zu sehen sein, für all meine Kunden, die dann ihn darauf oder mich darauf ansprechen, wer ist das? Weil nicht jeder kennt ihn, nicht jeder, aber es wird Zeit, dass man ihn kennenlernt. Na, ich lasse mal plumpsen. So, wie gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht hier um Prashant Prabhakar, der am 13. Oktober 1974 in Indien geboren wurde und dann hier hingekommen zu Deutschland, in die Stadt Göttingen. Ein, ja, im niederdeutschen Göttingen genannt, das 953 als Göttingi urkundlich benannt wurde. Und er hat, die haben auch eine Marktflecken, die haben gotische Anlagen und haben natürlich die St. Albani-Kirche, die dort einen gewissen Mittelpunkt darstellt. Der Bahnhof ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja? Göttingen liegt halt im Süden der europäischen Metropole Richtung EMR, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg. So in der Gegend ist also nicht mal eben so schnell zu erfassen. Von der Stadt Essen mal eben aus dahin, um da Dreharbeiten zu machen. Deswegen werde ich mich natürlich sehr freuen, wenn er wirklich neben mir steht, vor dieser oder mal schauen, welche Kamera ich da nehmen werde, um ihn da einzufangen. Ich werde da sicherlich eine tolle Sache mit ihm machen. Vielleicht, weil viele Schauspieler mich schon angesprochen haben, wann drehen wir mal? Muss ich gucken. Ich muss mir mal was ausdenken. Vielleicht machen wir mal einen sogenannten deutschen Bollywood-Film. Ja? In Hollywood gibt es ja nun mal en masse, aber Bollywood gibt es ja nicht so. Es wird hier in Deutschland natürlich sehr viel gedreht. Auch Shahrukh Khan ist hier und diverse andere sind hier. Ich habe einige andere Favoriten, nicht nur Prashant, sondern auch andere Favoriten, die hier zum Beispiel Doom, die drei Teile Doom gemacht haben und dann noch diverse andere, die auch bei Netflix zu sehen sind. Nur Doom ist dort nicht zu sehen. Ich wüsste nicht, dass bei Netflix Doom laufen würde, aber es laufen da andere Filme, die mir auch sehr gut gefallen. Also ich habe, wie gesagt, mal erwähnt, dass er von 2005 bis 2019 vor diversen Kameras gestanden und immer noch steht. Und wie gesagt, er ist mir bei den Hartmanns aufgefallen. Es waren zwar nur Sekunden, ja. Aber diese Sekunden, die waren so lustig. Da habe ich gesagt, komm, ich mache heute die Sendung, ich mache heute die Laudatio, ich mache heute die Hommage auf Prashant. Wie gesagt, er hat überzeugt durch seine Videoclips, durch seine Einladung, durch seine Interviews, wo er schon überall zu sehen war. Eine indische Person in Deutschland, die sich wirklich wohlfühlt hier in Deutschland und genauso neutral lebt, wie auch ich als Medienkanzler neutral lebe. Ich habe mit Politik nichts am Hut, ich bin neutral. Und ich finde es super toll, internationale Kunden hier zu haben. Internationale Kunden, die ich hier habe, auch aus dem Raum Ghana. Ja? Und nicht nur die, auch Syrien, Indien, Irak, Iran. Also jedenfalls aus diesem Raum, aus tausend und einer Nacht, auch aus diesem Raum und auch am afrikanischen Raum, sind sehr viele Kunden hier. So, ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr hier mal kurz mit Prashant, mit mir hier in Göttingen und wie gesagt, die Laudatio auf ihn und diese Sendung um ihn. Wie gesagt, es war spontan, bitte entschuldigt mich, ich habe mich jetzt nicht so vorbereitet, dass das eine, weil diese Sendung soll sich entwickeln. Ob ich eine machen werde, weiß ich nämlich selbst noch nicht. Aber es hat so viel Spaß gemacht, ja, einen ganzen Tag mit dem Prashant sich zu unterhalten, ja, ihn kennen,
kennenzulernen, so auf der Leinwand, wie er arbeitet. Ich sehe ja das etwas anders, beruflich sehe ich das etwas anders, aber das hat mich überzeugt. Ja, es hat mich überzeugt, auch bei Action. Bei Action hat er mich besonders überzeugt damals. Den Film hatte ich mir auch sofort geholt. Ich fand das super toll und ich konnte noch nicht alle 90 Filme sehen, wo er drin war, aber die werde ich mir alle zu Gemüte führen. Wie gesagt, bei den Hartmanns, das waren wirklich nur Sekunden. Ich werde versuchen, das einzufangen und euch zu zeigen, warum ich jetzt diese Sendung hier so spontan gemacht habe. So, aber wie gesagt, ich habe schon vieles gemacht und jetzt mache ich halt, ja, was mache ich denn jetzt? Na, muss ich mal schauen, was ich im Jahre 2019 mache als Producer. Ich produziere etwas, das kostet viel Geld. Alles kostet viel Geld. Viele fragen, warum machst du nicht? Ganz einfach. Weil Gelder ausgegeben werden, die irgendwie zurückkommen sollen. Ja? Till Schweiger kann ein Lied davon singen. Ja? Der hat also auch schon sehr viel Geld versemmelt. Und das ist nicht so lukrativ, wenn man viel Geld in den Sand setzt. So auch ich nicht. Da ich für meine Kunden da bin und für die arbeiten muss und wie gesagt gerade aus einer gewissen Produktion ausgestiegen bin, weil beendet, ist in Ordnung, der Kunde wird das wohl nächste Woche abholen. Das sind Produktionen, die sind privat, die ich mache für die, auf Aufzeichnungen, Überspielungen. Und die Sendung hat natürlich auch einen lustigen Beigeschmack. 40 Jahre, meine lieben Freunde, 40 Jahre im Jahr 1979 gegründet, im Jahre 2019 immer noch da, analog-digitale Wandlungen. Heute ist das alles ein bisschen anders. Heute wird ja kaum gewandelt, heute wird halt damit gearbeitet. Auf dem sogenannten Datenhighway. So, ihr seid alle hier auf dem Datenhighway. Ihr seid alle hier beim Medienkanzler. Ihr seid in der Sendung. Ihr schaut zu. Bedanke mich. Ich versuche daraus eine tolle Sendung zu machen und auch eine Sendung zu kreieren. Jeder Schauspieler, der das jetzt gesehen haben sollte, jeden, dem ich das habe gegeben als Link, schau doch mal, ob du Interesse hast mitzumachen, wenn du eine gute Idee hast oder wenn du in einer guten Stadt lebst. Köln muss ich jetzt nicht unbedingt aufrollen, Alarm für Cobra, Action-Konzept und so weiter, das muss ich alles nicht aufrollen, weil das kennt ihr ja alle schon. Aber dennoch, wenn man daran beteiligt ist oder daran beteiligt war in den 90er Jahren, wie alles angefangen, ich würde gerne Prashant entführen in gewisse Drehorte. Denn Göttingen, meine lieben Freunde, das beende ich jetzt mit Göttingen, war nämlich auch eine Drehstadt. In den 50er, 60er Jahren wurde da nämlich verdammt viel gedreht in Göttingen. Weil das ja so eine tolle Stadt ist, also ein Städtlein, ein Dörflein, diese ganzen gotischen Gebäude. Es war eine Produktionsstätte vor Ort. Daraus wurden nachher Fabrikhallen und die sind heute leider terminiert. Da ist alles weg. Die Ecke kann ich auch vielleicht mal, aber ist an sich alles, da ist nichts, ne? Da ist nichts zu sehen, ist halt so. Aber wie gesagt, die 50, 60, 70er Jahre, da war halt Göttingen doch schon eine große Produktion, wo vieles gemacht wurde. Es sind auch sehr bedeutende Leute in Göttingen gewesen, könnt ihr nachlesen, auch andere Schauspieler waren in Göttingen zu Hause. Aber wie gesagt, 50, 60er Jahre. So, jetzt sind wir im Jahre 2019. Wir haben April. Wir haben einen Fanclub. Wir haben den Prashant. Ja? Und da soll jetzt allerhand, ja, allerhand soll da. Mal schauen, wann das geschieht. Ich will euch jetzt nicht allzu lange auf die Folter spannen, aber ihr müsst leider noch ein bisschen warten. Und bis dahin wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß in Göttingen, wenn ihr dort leben solltet oder wenn ihr da hinfahrt, wenn ihr mal vorbeifahrt, immer, ne, ihr fahrt auf der Autobahn, auf einmal Abfahrt Göttingen, fahrt einfach mal ab, fahrt mal rein, nehmt euch die Zeit, schaut nach, wo Prashant wohnt, klingelt an, fragt an, vielleicht hat er Zeit und ja, verbringt mal einen Tag mit Prashant und natürlich indisch. Wer also Indisch mag, wer Bollywood mag, wer den Prashant mag, hat einen sicherlich guten Tag in Göttingen. Wetten das?